Okay. Also auf jeden Fall hat es hier sehr schön, wenn man sich den Rest so anguckt. Synchrosine refilled. Synchrosine collected. So, vielen Dank. Hier ist eine Schallplatte. Kann man die anmachen? Mhm. Ist sehr, sehr schön hier. Gewesen. Ach, schade. Okay, bis eben gerade war es noch sehr beruhigend. Jetzt habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass es gleich sehr unberuhigend wird. Die Tür ist aber mal zu. Die Bilder sind nur drauf projiziert auf die Rahmen. Das ist ganz billig. So, rote Jacke. Alles Frauenjacken übrigens. Und hier sehr viele. Das ist doch eine optische Täuschung hier. Das ist niemals das Apartment. Okay, das sieht echt, also ganz ehrlich, das Ganze, das sieht alles sehr, sehr schön aus. Nein. Nein. Das ist definitiv, ist das nicht der Typ aus Layers, ist das der Typ oder ist das dieses Bild aus Layers of Fear? Mit den zwei Gesichtern, die so überlappt sind. Das ist, ich finde das so geil, diese alten Gemälde mit diesen kybernetischen Dingern überall. Ich finde das schon sehr, sehr cool. Und so viele verschiedene vor allen Dingen. Das erinnert mich ein bisschen an, hier, wie heißt der Film mit Arnold Schwarzenegger nochmal, wo er auch diese Dinger an den Augen hat? Weiß ich gar nicht mehr. Alter, wie cool das einfach ist. Oh, wie schön! Was für ein umfangreiches, detailliertes Spiel! Und alles von Indie-Entwicklern. Das sieht aus wie mein Bewerbungsfoto. Schön, ist echt einfach nur. Abgesehen davon, dass es ein Loop ist, ist es trotzdem schön. Ah. Und hier sitzt der Gentleman und da drüben regeln sich fünf Gazellen. Bevor eine Dame reinkommt. Es sind wirklich fünf Gazellen gewesen. Okay, der Teu... Ih, was hat denn der für Nippel? Was sind das für Nippel? Die arme Frau! Lauf! Sieht aus wie aus Witcher, so eine von den Moorhexen, ne? Aber guck mal, die ist, glaube ich, so eine Meerjungfrau oder so eine Sirene. Oder ein Sirenenmann, ein Sirener. Ein Meerjungmann, ich weiß nicht. Und dann wird ein Tiger gerade von Vögeln verspeist. Ich glaube, das soll die Schlange darstellen beim Sündenfall. Hat aber eine Zwiebel in der Hand. Und Eva so, geil, eine Zwiebel. Dann lege ich erstmal die Kippe aus der Hand. Was? Okay, das Bild haben wir schon mal gesehen. Ich will mir trotzdem die Bilder angucken. Boah, ist so cool. Allein die Zeichnungen für das Spiel zu machen, das ist so cool einfach. Okay, ich lebe jetzt mal hin zu den fünf Gazellen. Ja, das ist immer beruhigend, wenn vor dem Schlafzimmer so eine Vorrichtung ist. Das verspricht, eine wilde Nacht zu werden. Meistens eine unfreiwillige. Okay, wir haben einen Stecker am Radio. Ich weiß nicht, warum das Ding so viel Starkstrom braucht, aber andererseits ist das hier alles nur eine Illusion, das wissen wir selber. Aus dem Fenster gucken können wir nicht. Wir screenen erstmal alles. Auf dem Tisch haben wir nichts. Wir könnten erstmal... Ich kann überhaupt nicht screenen, das hier ist nur eine Illusion. Wir sind gerade irgendwo angeschlossen. Normalerweise kannst du immer mit Q und E kann man immer so ein bisschen gucken, technisch scannen und biologisch scannen. Und wenn man aber angeschlossen ist mit diesem Gehirnknüpsulat in den Gedanken von anderen Leuten, dann funktioniert das nicht. Und hier funktioniert es gerade nicht. Wir sind also gerade irgendwo irgendwie angeschlossen in irgendeiner Simulation. Das Einzige, was uns bleibt...
dieser Stecker, das Einzige, was uns... Dieser Stecker bleibt. Okay, das Einzige, was uns geblieben ist, ist dieser Stecker. Der geht hier rein. Was kann ich denn machen? Ich will mich wirklich nicht aufs Bett legen. Das ist jetzt auch sehr ungesund. Da leuchtet irgendwas grün. Das erinnert mich wirklich sehr stark an Layers of Fear. Soll ich jetzt hier was malen? Nein. Ich bin ein bisschen aufgeschmissen. Was mache ich denn jetzt? Hier ist alles so schön und nach oben gucken ist meistens auch eine Lösung. Das Bild hier sieht viel heller aus als die anderen. Was hat es dann damit auf sich? Hallo? Ach so. Es geht nur der Knopf. Ach so. Thank you, Doctor. Was war das gerade mit dem Stuhl? Alles klar, ich nehme an. So ein Radio hätte ich auch kennen. Specialize in augmentation. Go beyond our limits. To realize our true potential, usher in a new era. Big words. Some would say it's all about improving the patient's quality of life. Some need to think bigger than that. Our true goal should be to improve all of mankind, each subject, a step towards that goal. By subject, do you mean patient? What else would I be? Or were you being clever about my alleged lack of empathy? Ich bin ganz ehrlich, meistens, wenn sich so ein Gitter vom Schlafzimmer senkt, erwartet man nicht sowas. Das wird fast noch verstörender. Mir neulich auch mal bei IKEA passiert. Oh Gott. Jetzt weiß ich, warum da so stark Strom dran hängt. Okay. Hold it steady, goddammit.
Was? Was genau? Was? Okay, das hier sieht aus wie ein Operationssaal. Das ist wahrscheinlich nicht hier oben passiert. Aber was ist das alles? Was bedeutet das Radio? Was sind das für Frequenzen? Was ist das für ein Operationssaal? Vor meint jemand, es geht immer nur... Aber guck mal, hier sind so Brustausknüsungen. Es sind immer weibliche Roboter, oder? Ich bin mir nicht sicher. Könnte natürlich auch für extrem große Männer Nippel sein. Ich weiß es nicht. Ach krass. Wow, wie geil. Okay. Was hat man da gerade passiert? Es ist voll geil gemacht. Das ist so geil gemacht. Sieht sie so aus wie das Mädel aus dem Tattoo-Studio. Die hat ja auch diese Kabel als Haare. Ich weiß natürlich nicht, ob... Ne? Also man weiß ja generell nicht, was wie wo. Ich bin jetzt auch DJ. Kabel ist raus. Das Ding ist immer noch da. Das hat es irgendwie in die Realität geschafft. Ich habe keine Ahnung. Und wir sind immer noch nicht ganz draußen. Wir müssen wahrscheinlich das Kabel da reinstecken, ne? What have you done to my wife? Und das ist die Wife? Menschen zu künstlichen Lebensformen verwursten. Ist das das, was hier passiert? Ich bin momentan echt noch überfordert, mental überfordert mit allem, was hier gerade parallel passiert. Wir sollten ja eigentlich nur den Mordfall untersuchen und wollten unseren Sohn suchen, stoßen hier aber gerade auf was ganz anderes, was hier alles nur in diesem komischen Mietblock passiert. Das hier ist der Typ, der immer ein Tattoo-Studio hat. Es ist alles nur in diesem Mietblock. Nee, Frau, dürfte ich das da einführen vielleicht? Ich würde gerne... Ich kann da gar nichts machen. Ich kann immer noch nicht scannen. Ich wollte gerade scannen. Kann er nichts machen? Nein. Und hier... gar nichts machen. Warum? Das sind zwei Felder zum Benutzen, aber ich kann da nichts benutzen. Kann ich hier vielleicht jetzt irgendwie was? Nein. Wie kann ich denn jetzt diesen Klumpatsch da, oder kann ich den anderen Arm auch bewegen irgendwie? Nee, ne? Wie kann ich den Klumpatsch denn... Hier ist so ein Stöpsel. Warum kann ich da nicht draufdrücken? Da ist so ein super Stöpsel. Der sieht richtig aus wie eine Stöpsität. Da möchte ich draufdrücken. Und das Ding sieht aus, als würde es da in diese Brustschale kommen. Auf der anderen Seite ist ja auch was drauf. Kann aber auch alles sein.
Diese Dame ist sehr groß. Ich weiß nicht, was ich mit der machen soll. Ein sehr verwirrendes Rätsel hier, weil man genau wissen muss, was man machen muss. Oh, I see. Strom. Da hätte ich ja selber drauf kommen können. Okay, das war noch nicht alles. Jetzt kann ich den Ball. Hallo? Tissue inflammation. It's rejecting the implant. Weg. I won't let them hold me down. Wir sind immer noch in diesem Apartment von dem Tattoo-Typen, aber hier gehen ganz komische, unsägliche Dinge vor sich und das ist aber alles nur eine Illusion hier. Das heißt, das ist ja gar nicht echt. Da kann ich irgendwas benutzen, aber irgendwie auch nicht. Da oben soll ich was benutzen, aber ich kann es nicht berühren. Da ist das internationale Zeichen für Benutzung, aber leider, es geht nicht. Meine Kräfte reichen nicht aus dafür. Ist das Stromkabel noch da? Nein, das ist auch weg. Nee, es ist noch da. Okay. Vielleicht kann ich da... Was hat's mit den Rosen auf sich? Wo bin ich denn jetzt? Hilfe! Spiel, was machst du mit mir? Connected for 16 minutes and 43 seconds, real time. 16 minutes? Am I losing it? Habe ich already scanned. Focus down. Try to remember. Warning. Abnormal genetic structure detected. This blood doesn't match the victim's calibrated trace. Calibrating now. Calibration complete.
trace established. Bingo.